Herzlich willkommen bei den Bäckers. Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch Europa. Aktuell sind wir in Spanien. Wir fahren die Küste entlang bis nach Andalusien. Und was wir so alles erleben und sehen, das halten wir in unseren Videos auf unserem Kanal fest. Wenn du keines davon verpassen willst, dann abonnier uns und drück die Glocke. Hey! Herzlich willkommen aus Ronda! Ronda ist ein Muss. Also wenn ihr in Spanien seid, insbesondere in Andalusien, müsst ihr hierher kommen. Sagt man, und so haben wir das auch gemacht. Und wir stehen hier auf der berühmten Brücke, die man von Bildschirmschonern und sonstigem kennt. Und das ist echt gigantisch. Ich halte mich hier fest, ich traue dem Ganzen nicht so. Es geht 120 Meter tief, seht ihr das? Ja, und wupps, Handy weg. Wir gehen jetzt nochmal durch die Stadt, schauen uns alles an. Ihr natürlich auch, wenn ihr dran bleibt. Also viel Spaß mit den Bildern. Viel Spaß. Ciao. So, wir verlassen jetzt Antequera. Unser Ziel ist Ronda. Das Wetter ist nicht besonders gut. Deswegen haben wir uns diesen Tag ausgesucht und wollen das quasi als Fahrtag nutzen. Wir haben auf unserem Freistehplatz super ruhig geschlafen. Und bevor wir Antequera verlassen, entdecken wir noch eine kleine freie Tankstelle und nutzen das, um hier nochmal zu tanken. Die Preise sind deutlich günstiger als in Deutschland, aber auch hier hat sich in den letzten 2-3 Monaten eine deutliche Preiserhöhung ergeben. Wir fahren die Strecke bei bewölktem Himmel. Sie ist abwechslungsreich. Hier ein Stausee mit wenig Wasser. Das sind wir leider jetzt schon die letzten Monate über gewohnt. Und von der Autobahn aus fahren wir nach Ronda rein. Wir haben uns für unseren Aufenthalt den Stellplatz Area der Autokarawane Ciudad ausgesucht. Der liegt nördlich der Altstadt. Der Stellplatz ist gut zu erreichen. Er hat eine super gute Infrastruktur, vor allen Dingen auch ein super gutes WLAN. Und es befinden sich in unmittelbarer Nähe um den Stellplatz nicht nur Lidl und Mercadona, sondern eben auch viele kleine Supermärkte, Bars und Geschäfte, so dass wir für die angekündigten mindestens 3 Regentage gut versorgt sind. Mehr zu diesem Stellplatz findet ihr übrigens in einem separaten Video auf unserem Kanal. Wir verlinken das aber gerne nochmal in der Infobox. So, hier parken wir die nächsten Tage. Und vom Stellplatz aus erreicht man die Fußgängerzone und die Neustadt mit der Plaza de España in gut 2 Kilometern. Der Weg geht immer geradeaus, ist fußläufig gut zu erreichen und man kommt auch an der ein oder anderen Bar und Café vorbei. Die andalusische Kleinstadt Ronda gehört zu den ältesten Städten Spaniens. Sie liegt auf etwa 740 Meter Höhe, unmittelbar an den beiden Naturparks Sierra de Grazalema und Sierra de las Nieves, ca. 100 Kilometer nordwestlich von Malaga. Und wie für Andalusien charakteristisch, besticht auch Ronda mit seinen weißen Häuserfronten, schmalen Gassen, kleinen Bars und Cafés. Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt ist die Puente Nuevo, die die Altstadt mit der Neustadt verbindet. Sie ist erbaut worden Ende des 18. Jahrhunderts und überspannt die Schlucht El Tajo. Und diese Schlucht ist 120 Meter tief. Dieses Bauwerk ist wirklich imposant und sehenswert. Die Stierkampfarena zählt ebenfalls zu den berühmtesten in ganz Spanien. Und auch wenn dies zur spanischen Kultur gehört, können wir dem Stierkampf nichts abgewinnen und haben deshalb die Arena auch nicht besucht.
ziemlich fettig. Also das Coolste an dem Stellplatz ist, dass es einen Hundebereich gibt. Extra abgezäunt mit Spielmöglichkeiten. Hier gibt es so Tonnen, wo man draufspringen kann oder drunter. Für die Zweibeiner gibt es jetzt Möglichkeiten. Hier. Und das Beste, ich drehe mich einmal um. Hier seht ihr das. Das ist eine Hundedusche. Zwar eiskaltes Wasser, aber egal. Wir haben es genutzt. Nicht wir. Wir haben es für die Hunde genutzt. Die hatten es nämlich bitter nötig. Nach 2 Monaten Spanien und Wüste und wo die überall rumgetigert sind. Aber jetzt sind sie schön sauber. Glänzen wieder. Und glänzen. So sieht's aus. Michael macht Fellpflege. So, von unserem Stellplatz aus sind wir jetzt 5 Minuten gelaufen Richtung Stadt auswärts und haben voll die schönen Wanderwege entdeckt. Ja, sind sehr gut zu laufen, für die Hunde super, für uns auch super, das Wetter spielt mit. Eigentlich war Regen gemeldet, der Wanderweg hier ist 23,7 Kilometer, also das laufen wir natürlich nicht. Aber zumindest laufen wir jetzt mal ein bisschen stadtauswärts. Und wenn das Wetter so hält, dann gehen wir vielleicht heute Abend doch nochmal nach Ronda rein und suchen uns eine schöne Tapasbar. Das machen wir auf jeden Fall und trinken schönes Bier. Schönes Wasser. Ich trinke einen Rotwein. Okay. Wir haben Ronda verlassen und sind weitergefahren. Das Wetter war einfach zu schlecht. Ja, wir wollten uns eigentlich noch das Schlumpfdorf anschauen, aber bei dem Wetter hat das keinen Sinn gemacht. Wir hatten 3 Tage Dauerregen und die kommende Woche war genauso schlecht gemeldet und hat sich von Tag zu Tag ja auch nicht wirklich verbessert. Deswegen sind wir jetzt an der Atlantikküste, südlich von Cadiz und nördlich von Tarifa, ziemlich in der Mitte. Es ist ziemlich windig hier. Aber traumhaft. Die Sonne strahlt alles. Und jetzt wollen wir hier einfach ein paar Tage genießen und einfach mal nichts machen. Wir haben jetzt genug Burgen gesehen, sind genug Berge hochgekraxelt. Städte haben wir genug gesehen. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. Jetzt machen wir einfach mal nichts. Genau, Erholung, Sonne und Meer und Strand, das reicht. Und auf den Strand gehen wir jetzt. Das ist wohl ein Geheimtipp oder auf jeden Fall ein Tipp für Kitesurfer und Windsurfer. Und wir lassen uns mal überraschen, wie es jetzt hier hinten dran aussieht. Los Caños de Meca liegt an der Atlantikküste und aufgrund der Windverhältnisse super beliebt bei Kitern und Surfern. Die Sandstrände scheinen unendlich zu sein. Am Ende seht ihr den Leuchtturm vom Kap Trafalgar. Der Ort grenzt an Pinienwälder und an den Naturpark Natural de la Peña y Marismas del Barbate an. Touristisch ist der Ort wenig erschlossen. Es gibt eine kurze Hauptsaison, in der Bars, Restaurants und Diskotheken geöffnet haben. In der Nebensaison ist der Ort eher geeignet für Wanderer und Reiter. Wir nutzen es, um einfach mal nichts zu machen
und die ersten Eindrücke sind schon wunderbar.